Gerade in unserer Umgebung waren also sehr viele jüdische Geschäfte, die ja geplündert wurden, Fensterscheiben zerschlagen. Es war auch in unserer Nähe eine Synagoge, die angezündet wurde. Also das habe ich ziemlich klar erlebt. Zum Reichstagsbrand, ich war befreundet mit Benno von Heldorf, der Sohn des damaligen Polizeipräsidenten von Berlin. Und es ging ja, also später, das ging ja über viele Jahre das Gerücht, dass die Nationalsozialisten also am Reichstagsbrand beteiligt waren. Das waren sie nicht. Also ich habe von Benno immer erfahren, sein Vater stand da sehr im Fokus, dass er daran beteiligt war. Das war er nicht. Er ist übrigens später nach dem 20. Juli hingerichtet worden. Und es war wirklich für dieser van der Lubbe, nicht ein Einzeltäter, der das gemacht hat. Also das waren Eindrücke, die so am Rande der Kindheit einwirkten. Ne?